Hallo, guten Morgen, willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 8. Ja, ungewohnte Umgebung. Ich bin auf dem Hundeplatz. Es ist ungefähr 7:30 gerade. Ich habe ja heute frei. Und mir tun heute Morgen so die Gelenke weh. Und wir hatten uns gestern darauf geeinigt, dass mein Mann mit Fanny geht und ich mit Loki. Und das klappt aber gar nicht heute Morgen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich fahre einmal zum Platz. Hier wurde ein bisschen was am Zaun gemacht und wollte ich mir einmal angucken, ob das alles so weltensicher ist. Und habe mir gedacht, ich lasse Loki jetzt einfach hier mal ein bisschen laufen. Er darf auch gleich ein bisschen suchen, aber erstmal soll er seine Geschäfte hier erledigen. Weil ein Gassigang wäre jetzt heute Morgen nicht möglich. Ich weiß nicht, was das schon wieder ist. Dementsprechend ist es halt schwierig mit Halten. Und mein Mann hat jetzt gleich Homeoffice quasi. Loki macht jetzt auch gerade ein Haufi, was ich wegmachen muss. Dementsprechend kann er jetzt nicht nochmal mit Loki gehen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das, löst das Problem jetzt erstmal heute so, heute Vormittag. Ich hoffe, dass es heute Nachmittag ein bisschen besser ist, dass ich mit Loki eine schöne Runde gehen kann noch. Genau, jetzt machen wir erstmal das Haufi weg, bevor ich die Stelle vergesse, wo er es gemacht hat. So, da ist der Loki. Da es noch dunkel ist, trägt er auch sein Leuchte hier auf dem Hundeplatz. Und ihr seht, wir haben hier schöne Strahler. Und das ist hier unser unterer Platz. Und da ich Trainerin bin und Vorstandsmitglied, darf ich hier auch so drauf. Dementsprechend haben wir das heute mal so gelöst. Das ist natürlich keine Dauerlösung, aber mal einen Tag geht es. Und ihr seht, Loki schaut da schon auf der Bank, liegen nämlich die Spielsachen. Ich habe mal die Frisbee mitgenommen. Ich möchte gleich ein bisschen Impulskontrolle machen, also dass er nicht gleich hinterherläuft. Ich habe aber auch noch ein anderes Spielzeug mit, was wir auch suchen lassen können. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich gleich mache. Ich möchte ihn jetzt auf jeden Fall heute Vormittag auslasten. Ein bisschen, damit mein Mann gleich in Ruhe am Computer sitzen kann. Fanny ist da ja echt genügsam, aber Loki kann einem schon ziemlich auf die Nerven gehen. Und dann wollte ich heute einiges im Haushalt tun. Also nichts besonders Spannendes. Aber auch das muss ja getan werden. Vielleicht sieht man, ich habe mich noch gar nicht fertig gemacht heute Morgen. Ich habe mich jetzt wirklich nur angezogen. Während mein Mann und Fanny unterwegs waren, sind Loki und ich auch noch liegen geblieben. Das klappt mittlerweile auch ganz gut. Am Anfang mussten wir halt als erstes immer mit Loki losgehen, beziehungsweise Loki ist dann immer unruhig gewesen. Das klappt schon besser. Also wir kriegen so langsam ein bisschen mehr Ruhe rein. Es dauert halt, aber das ist uns auch klar. Dementsprechend, ja, machen wir das jetzt alles nach und nach. Es ist so ein bisschen am Fieseln, Regnen, keine Ahnung. Dementsprechend ja, wäre das auch irgendwie schwierig gewesen heute mit dem Spaziergang. Also ich weiß nicht, also meine Handfinger tun alles weh. Ich habe keine Ahnung, was das schon hier ist. Genau, wie ihr seht, fahren da oben ziemlich viele Autos. Wir sind hier nämlich direkt an der Bundesstraße. Das ist immer nicht ganz so toll, aber es ist natürlich für die Hunde auch ein schönes Training. Die lassen sich durch Autos überhaupt nicht ablenken, also das ist dann egal. Und ja, Loki ist hier auch gerade entspannt am Grasbüschel rupfen. Den lasse ich jetzt auch erstmal so, also ich möchte ihn gar nicht zu hoch pushen. Am Anfang war er sehr aufgeregt, weil wir hier meistens zum Arbeiten hinfahren. Deswegen ist es auch ganz gut, dass man mal herfährt und einfach mal nichts macht. Vielleicht bleibt es auch dabei. Ich werde wahrscheinlich nur ein bisschen suchen lassen und ihn gar nicht mit der Frisbee irgendwie hochpushen. Ich kann ihn halt auch mit der Nase gut auslasten. Das schauen wir jetzt gleich einfach mal. Sehr gut. Platz. So. Jawohl.
Sehr gut. Klasse. Prima. Jawohl! Klasse! Prima! Prima, Loki, klasse! So, wir sind hier jetzt fertig. Loki durfte ein paar Mal suchen und ich glaube, er ist auch platt. Nein! An dem Spielzeug darf er kurz rumknatschen, aber es wird nicht gerissen. Das ist ja das Spielzeug, was wir immer unterwegs mit haben. Guter Junge! Ich glaube, er ist auch relativ kaputt. Also er musste jetzt nicht die ganze Zeit hinterherlaufen. Zwei, dreimal durfte er auch laufen. Und sonst musste er halt suchen. Guter Junge. Ja. Und für uns geht es jetzt nach Hause. Da wartet nämlich das Frühstück. Und mein Mann im Homeoffice und Fanny. Die hat bestimmt auch schon Hunger. Dementsprechend fahren wir jetzt wieder nach Hause. Es wird auch langsam hell. Soweit wie es halt hell wird. Weil es sehr wolkig ist. Und dementsprechend geht es jetzt nach Hause. So, ich melde mich auch mal wieder. Ja, wir waren gerade einkaufen und haben einen Tannenbaum gekauft. Mein Mann sägt den jetzt gerade, wir wollen den gleich auch schon aufstellen. Schmücken, mal gucken, ob wir das heute Abend schon hinkriegen, je nachdem, wie er schon fällt, sonst wahrscheinlich erst morgen. Und genau, ich wollte euch einmal die Kekse von den Hunden zeigen. Die sind nämlich schon recht gut durchgetrocknet. Die sehen so aus, also die hier sind jetzt schon fertig. Die sind jetzt wirklich richtig hart. Die Hunde mögen die auch sehr gerne. Wir können mal gucken. Fanny, Loki. Und bei der Größe müssen sie auch ein bisschen kauen. Wie gesagt, sie sind halt wirklich hart. Die anderen müssen jetzt noch ein bisschen durchtrocknen. Also ich mache das nicht nach einer gewissen Zeit, sondern einfach, wenn ich das Gefühl habe, die sind richtig durch. Die hier geben zum Beispiel noch genug nach. Dementsprechend muss ich das jetzt gleich nochmal anstellen. Die anderen sehen schon recht gut aus. Ich habe sie lieber ganz durchgetrocknet, damit die halt sich wirklich länger halten. Das ist übrigens mein Dörrautomat. Der hat noch zwei Etagen mehr, die man benutzen kann. Also das reicht für unseren Gebrauch. Und ihr seht, die Hunde wollen mehr. Ja, genau. Also heute ist ja mein freier Tag. Ich habe jetzt heute nicht so viel gemacht, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich noch zwei Videos drehen. Ich habe nichts geschafft. Es ist einfach so schnell dunkel, die Lichtverhältnisse hier sind so schlecht. Also ihr seht, wir haben es jetzt gerade mal 3:45 und es ist schon stockenfinster. Also richtig, richtig kacke. Dementsprechend, ja. Genau, mein Mann macht gerade den Tannenbaum fertig. Der sieht gut aus. Ich glaube, das passt so von der Höhe. Ja, sieht gut aus. Zeige ich euch gleich, wenn wir den einmal aufgefaltet haben. So sieht es jetzt bei uns aus. Das ist unser Tannenbaum. Wir haben uns dieses Jahr mal für einen kleineren entschieden. Das ist ja Lokis erster Baum. Ich muss hier gleich auch noch saugen. Da liegen nämlich noch Nadeln und haben den auf dem Hocker gestellt. Sonst habe ich ja immer einen, der wirklich vom Boden bis zur Decke geht. Aber wir haben gedacht, bevor Loki uns einen 2 Meter Baum umreißt, nehmen wir mal einen etwas kleineren. Ich hoffe, dass er da nicht beigeht. Körbchen nehmen wir hier auch komplett weg, dass er hier nicht liegt. Elle ist übrigens gerade da und kaut fleißig. Und ich bin mal gespannt. Also bis jetzt hat es ihm noch nicht interessiert, dass da ein Baum steht. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Ich lasse den jetzt, wie gesagt, ein bisschen hängen. Ich finde, der hat hier schöne Etagen drin. Also hier auch ein bisschen weitere, dass man hier schön Kugeln auch tief reinhängen kann. Das mag ich immer ganz gerne. Von der Seite fällt mir jetzt gerade auf, dass er ein bisschen schief ist. Da müssen wir gleich nochmal gucken.
Genau. Und hier ist ja unser Tisch. Und da wir ja sowieso nur zu fünft sind an Weihnachten, passt das auch ganz gut, wenn man dann von hier guckt und den Tannenbaum schön stehen hat. Steht denn euer Tannenbaum schon oder macht ihr überhaupt einen Tannenbaum? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mal wieder meinen Adventskalender aufmachen. Heute ist ja der 7. Das heißt, wir sind heute, ich finde es nicht, da unten. Das ist die 7. Und da ist ein Kajal oder irgendwas drin. Wir gucken mal. Das will nicht raus. So. Ja. Ein Kajal Essence Pencil. Auch mit diesem schönen Weihnachtsdesign. Kann man immer gebrauchen. In Schwarz sowieso. Dementsprechend auch wieder super.